die Geilheit, das ist das, was jeder Fußballer haben will. Spiele, wo es um was geht und wo wir Vollgas geben können. Deswegen ist das der besondere Push heute. Hat eine richtige Reaktion gezeigt? Ja! Seid ihr das Spiel? Ja! Das sind die Bilder aus dem Sommer, die uns großen Spaß gemacht haben. Deutschland, die U21, wird Vize-Europameister. Und jetzt ist es natürlich Zeit, neue Geschichte zu schreiben. Und damit herzlich willkommen live auf ProSiebenMax U21. Jetzt geht's endlich wieder rund. Hier ist der Mann, der dafür zuständig ist, endlich wieder Geschichte zu schreiben. Hier ist nämlich der U21-Bundestrainer Stefan Kunz. Stefan, ja, 19 Debütanten sind mit dabei. Aber trotzdem noch Gänsehaut, wenn man nochmal diese Bilder sieht. Ja, jetzt im Moment nicht, weil ich schon ein bisschen in der Konzentrationsphase für das Spiel, aber generell bleibt es natürlich immer so ein Meilenstein in der Karriere. Ja. Das ist ganz der Profi, der Bundestrainer Stefan Kunz, der U21. Und wenn ich sage 19 Debütanten, dann ist das ja auch nicht ganz richtig, denn eigentlich sind es heute 20 Debütanten, zumindest wenn wir noch unseren Experten mit reinnehmen. Herzlich willkommen jetzt auch bei uns. U21-Experte René Adler, 255 Bundesligaspiele unter anderem gemacht, alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen. René, wenn du die Bilder siehst, auch nochmal Bock eigentlich zu spielen, statt hier zu stehen? Also bei mir, Stefan, ist es noch so. Bei mir, da juckt es nicht nur in den Füßen, vor allem auch in den Händen, wenn ich diese Emotionalität sehe. Das ist schon was Besonderes, gerade beim Turnier, so eine geschworene Gemeinschaft zu sein, Trainer, Spieler, das ist schon besonders. Ja, bevor es René Adler zu sehr juckt, Stefan, wir erleben Sie hier die ganze Zeit als sehr höflich, als sehr... Ja, sehr freundlich, sehr fröhlich. Jetzt natürlich ein bisschen konzentrierter vorm Spiel. Aber wir wollen natürlich auch euch zu Hause mal Stefan Kunz, den Bundestrainer der U21, ein bisschen näher vorstellen. Es sind immer wieder die gleichen Bilder. Wenn Stefan Kunz auftaucht, wird es herzlich. Ob zur Motivation, zur Begrüßung, zum Abschied oder zum Trost. Er ist Mittelpunkt. Beliebt sein und die schönen Folgen. Er ist ein absoluter Kumpeltyp. Ein so herzensguter Kerl. Ein bodenständiger Mann, der ist authentisch. Und was Stefan sagt, das ist aber auch einfach Gesetz. SV Fuhrpach im Saarland. Willkommen in Kunz' Heimat Neunkirchen. Hier genießt er immer noch das Fußballspielen als Freizeitspaß bei seinen alten Herren. Super. Allerdings muss ich sagen, dass Tempo und Technik Zeitlupe entspricht. Mit dem schwachen Fuß wird praktisch gar nicht gespielt. Und die Ausgrenze, die hier sehr eng gehalten wird, wird auch schon mal ausgedehnt auf 3-4 Meter, je nachdem, wie der Ermüdungszustand ist. Und das ist seine andere Welt. Junge Männer auf Top-Niveau, die EM mal wieder. Ein großartiger Erfolg für Kunz-Team. Diese Bilder liefen jetzt bei der neuen U21 zum Kennenlernen. Und sogleich waren alle gefangen von diesem positiven Mannschaftsimage, das ihr Trainer maßgeblich gestaltet. Da hatte ich ein Dauergrinsen auf dem Gesicht irgendwie, weil ja, da kamen dann Ansprachen aus der Kabine. Hat eine richtige Reaktion gezeigt? Ja! Seid ihr das Spiel? Ja! Was er die letzten Jahre geleistet hat. Einmal den Titel geholt, einmal Vize-Europameister. Ich denke, da muss man nicht mehr viel sagen. Team Spirit bei Kunz A und O. Dafür vermittelt er Werte, die seine Jungs aufsaugen. Er gibt uns immer ein gutes Gefühl und stellt uns perfekt auf die Gegner ein. Leidenschaftlich und klar, sie kleben an seinen Lippen. Das wirkt dann bei den Spielern natürlich auch gleich. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann ist, glaube ich, alles richtig. Das ist die Geilheit. Das ist das, was jeder Fußballer haben will. Spiele, wo es um was geht. Und wo wir Vollgas geben können. Deswegen ist das der besondere Push heute. Genau 20 Jahre her. Bilder von Kunz erster Trainerstation. Natürlich erfolgreich. Neunkirchen Oberligameister mit einem Trainer, der viel Qualität durch Erfahrung einbrachte. Und so erinnern sich Spieler von einst, dass Kunz schon damals das Mannschaftsgefüge so zusammengeschweißt hat, dass die Mannschaft oder die Spieler dachten, egal was heute passiert, wir gewinnen das Spiel, auch wenn der Gegner besser war. Also das hat er unglaublich gut drauf. Er kann es einfach, egal in welcher Kabine, mag das Alter auch unterschiedlich sein. Kunz ist überall gleich, erfolgreich und herzlich. Und darauf... Dreimal, Ticke-Tacke, Ticke-Tacke! Ticke-Tacke, Ticke-Tacke! Ticke-Tacke, Ticke-Tacke! Nicht-Fleisch-Schuss! 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 Ja, gerade grinst er auch noch weiter. Stefan, wie war denn heute die Ansprache? War es eher Zicke-Zacke, Zicke-Zacke oder so emotional nochmal wie bei der EM? Also ist schon ein bisschen Grundlage auch dabei, was wir den Jungs mitgeben. Wir haben das ein bisschen aufgeteilt, die Prinzipien, die wir in der Offensive und der Defensive haben. Zunächst möchte ich aber mal betonen,
Das wurde jetzt so als Ein-Mann-Erfolg dargestellt. Ohne mein Team wäre das nicht möglich. Und damit meine ich nicht nur meine Trainerkollegen, sondern auch das ganze Team drumherum. Das haben wir uns in 2 Jahren hart erarbeitet. Da war auch nicht immer nur Lachen dabei. Also es war auch schon mal Zeit dabei, da ging ich bestimmt dem einen oder anderen auf den Wecker. Ich selber finde es dann, wenn ich so sehe, ein bisschen peinlich. Also Defensiv- und Offensivprinzipien haben wir versucht, natürlich ein bisschen zu begrenzen, weil du willst die Jungs nicht jetzt vollpacken mit Ideen. Und dann gab es jetzt heute vor dem Spiel nochmal besondere Aufgaben für die Abwehr, für das Mittelfeld und für den Sturm. Und im Grunde genommen ist es, sie müssen was ausprobieren. Sie müssen mutig sein, sollen Spaß vermitteln und sollen keine Angst vor Fehlern haben. Weil sie müssen das jetzt mal versuchen umzusetzen, um dann auch so ein bisschen diese neue Heimat, habe ich es genannt, die wir sein können mit der U21, immer mal wieder 10 Tage raus. René hat das auch mal angedeutet. Das ist schon gut. Also wenn man mal im Verein vielleicht einen Hänger hat, dann tut es mal ganz gut rauszukommen. Wenn man einen Höhenflug hat, tut es auch mal ganz gut, mit den Jungs hier da zu sein. Also sie haben ihre Aufgaben und danach können wir mal in der Analyse schauen, was geklappt hat. Aber trotzdem, ja, René, eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Ne? Wir haben es eingangs ja gesagt, 19 Debütanten, das ist ja auch für einen Trainer eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen, wenn man nur so wenige Tage Zeit hat. Ich bin da völlig dabei, darf die Jungs nicht überladen in Themen. Ich glaube, es gibt ganz klare Prinzipien, die man heute hier sehen will. Stefan hat es gesagt, Offensive, Defensive getrennt. Und das wird dann natürlich auch einfließen, wenn es dann um die Entscheidungsfindung für nächste Woche in Wales geht. Weil Training ist das eine, aber Spiel ist halt immer noch mal was anderes. Und dann geht es ja eben auch um Punkte gegen Wales. Wie sieht man heute das Spiel eben gegen die Griechen? Ist ja so ein kleiner Angstgegner, wenn man sich mal die Bilanz anguckt. Aus den letzten 11 Spielen 4 Niederlagen, 3 Siege nur. Wie haben Sie jetzt die Mannschaft eingestellt und wie sehr ist der Blick eben schon auf Wales? Also diese Statistiken interessieren mich jetzt nicht so viel, weil es ist ein neuer Jahrgang. Und von daher gesehen hat es eigentlich mit den Statistiken aus der Vergangenheit jetzt für mich nicht so viel Bedeutung. Es ist so, wir bieten heute allen Spielern, die da sind, 45 Minuten Spielzeit, außer Eike Bansen als dritter Torhüter. Und daraus werden wir dann die richtige Elf für Wales aussuchen. So, also gleich geht's dann los. Länderspiel Deutschland gegen Griechenland live aus Zwickau, live auf Pro7 Max. Dann melden sich gleich René Adler und Uwe Morave.